Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute teste ich für euch das Workout-Programm von Chloe Ting und ob es wirklich was bringt. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für mich, für die Sommerfigur schon mal zu trainieren, weil der Sommer steht ja bald vor der Tür. Obwohl Corona-Lockdown ist, ich mache es ja für mich, ne? Ich habe ein bisschen recherchiert auf YouTube über dieses Workout-Programm von ihr und da waren wirklich sehr viele Ergebnisse dabei, die mich echt schockiert haben und ich wollte das unbedingt ausprobieren. So, und zwar handelt es sich bei der Challenge um eine Abs und Booty Hourglass Challenge. Diese macht man 10 bis 50 Minuten pro Tag und das 25 Tage lang. Und dann, nach den 25 Tagen, soll man angeblich eine Sanduhrfigur haben. Viel zu schön, um wahr zu sein, wenn es wirklich klappt, oder? Also ich muss sagen, was Abs angeht, bin ich in letzter Zeit ein bisschen faul geworden. Ich fokussiere mich eher auf meinen Booty und ja, ich hoffe, ich werde nicht allzu erschöpft sein von den Abs-Workout, weil ich habe früher ihre Abs-Workout gemacht und die hatten es echt in sich, Leute. Okay, Leute, ich bin super gespannt auf dieses Experiment hier und dann würde ich sagen, ich melde mich nach 25 Tagen wieder bei euch, nehme euch aber natürlich als Tagebuch die ganze Zeit mit und mache auch Abmessungen und alles. Und dann würde ich sagen, wir starten mit dem Experiment und enjoy the video. So, willkommen zu Tag 1 meiner Challenge. Und bevor ich überhaupt mit dieser Challenge anfange, zeige ich euch erstmal meinen Körper davor. Also momentan bin ich echt nicht so krass zufrieden mit meinem Bauch, weil die Abs sind kaum vorhanden, weil ich auch momentan mehr auf meinem Booty fokussiert bin als auf meinen Bauch. Außerdem findet ihr meine Maßen einmal hier, die habe ich hier euch einmal eingeblendet, von Taille, Bauchumfang und Po und Oberschenkel. Und dann würde ich sagen, wir starten auch schon mit dem ersten Workout. Ich bin fertig mit den zwei Workouts und das waren jetzt, glaube ich, 20 oder 25 Minuten und ich habe das Ganze so krass unterschätzt, ne? Ich habe ja übelst lange nicht mehr meine Abs trainiert und das war echt anstrengend und oh mein Gott, ich kann nicht mehr, ich bin mega am Schwitzen. Das ist schlimmer als jedes Cardio-Workout, I swear. Auf jeden Fall bin ich jetzt fertig, ich bin übelst erschöpft und übrigens habe ich vorhin vergessen, auf Querformat zu filmen, aber ich bearbeite das vielleicht im Nachhinein noch. Ja, ich gehe jetzt duschen und ich werde mich in einer Woche wieder melden. Ich werde euch immer pro Woche ein Feedback geben und auch euch meinen Body zeigen, wie er jetzt momentan aussieht. Ich schwöre, ich habe ein bisschen Abs bekommen, Alter. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer Woche. Mittlerweile ist eine Woche vergangen und ich zeige euch mal ein kleines Update von meinem Body nach meiner einwöchigen Chloe Ting Hourglass Challenge. So, und zwar ist mir aufgefallen, dass ich ein bisschen mehr Abs bekommen habe, also dass sie mehr sichtbar wurden. Jetzt nicht so ein enormer Unterschied, aber ich finde schon, das ist im Vergleich zu Beginn ein bisschen mehr geworden. Und ich finde auch, dass mein Booty ein bisschen definierter ist. Übrigens könnt ihr hier auch nochmal die Nachher-Ergebnisse sehen nach einer Woche. Und ich fange jetzt mit meiner zweiten Woche an und wir sehen uns am Ende der zweiten Woche. So,
ich habe gerade mein Workout gemacht und das ist auch schon die zweite Woche und ich zeige euch mal ein kleines Update. Also meine Abs sehen mittlerweile so aus. Ich finde, die sehen sogar noch besser aus als das letzte Mal. Also Fortschritt ist da, ne? Also ich zeige euch das mal, wenn ich nicht anspanne, sieht es so aus. Und wenn ich anspanne, sieht es dann so aus. So ein bisschen definierter. Und ich finde auch, an meinem Po hat sich was getan. Ich finde es richtig krass. Mein Po ist auch im Vergleich zu den letzten Wochen 2 cm einfach gewachsen. Ich finde es echt krass. Und ich habe heute auch mit dem schwersten Bootyband gearbeitet. Also X-Heavy ist das. Und damit werde ich auch die letzte Woche, also die dritte Woche, arbeiten. Übrigens muss ich sagen, ich liebe diese Leggings einfach. Das ist so eine Push-Up-Leggings, Po-Push-Up-Leggings. Die habe ich von Amazon, könnt ihr euch gerne anschauen unten in der Beschreibung. Ich kann sie euch echt empfehlen. Sie macht einen super Body, Leute. Die 3 Wochen von der Chloe Ting Hourglass Challenge ist vorüber und jetzt kommen meine Ergebnisse. Und glaubt mir Leute, die werden euch sowas von umhauen. Ich blende euch hier einmal die Vorher- und Nachher-Maßen ein und ich finde es so krass. Also ich muss sagen, am Bauch habe ich nicht wirklich abgenommen. Ich habe sogar ein bisschen zugenommen, aber ihr habt definitiv einen Unterschied gesehen zu nachher. Die Bauchmuskeln sind da. Aber die Abs waren ja nicht das Einzige, was mich übel schockiert hat, sondern der Po. Leute, vorher war es einfach 88 cm und er ist einfach um 2,5 cm, also jetzt momentan ist er 90,5 cm gewachsen. Ich fand es so krass, vor allem nicht nur die Maßen haben es bestätigt, sondern ich habe es ja selber im Spiegel auch gesehen. Also es war echt richtig krass. Ich hätte niemals damit erwartet, dass ich echt in 3 Wochen so viel an Po-Masse aufnehmen würde. Das war bis jetzt für mich persönlich das effektivste Training, was ich jemals hatte. Und ich habe nicht mit Gewichten gearbeitet, ich habe aber lediglich Booty Bands benutzt und ich zeige euch die mal. Auf jeden Fall habe ich mit Heavy angefangen und in der letzten Woche habe ich dann mit X-Heavy weitergemacht. Die Sache ist, ich habe ja schon vorher immer meine Pose trainiert, deswegen habe ich auch direkt mit Heavy angefangen. Es gibt auch noch Medium und wie heißt das, Light? Ich weiß gar nicht. Genau, Medium Light gibt es noch. Also wenn ihr Anfänger seid, würde ich auf jeden Fall empfehlen, euch langsam zu steigern. Ich denke, ohne die Booty Bands hätte man nicht so einen enormen Unterschied gesehen. Deswegen, oh mein Gott, ich liebe sie einfach. Was ich sagen muss, ich habe mir die, glaube ich, vor 1-2 Jahren bestellt. Die sind eigentlich ganz gut, nur die Sache ist, die rollen sich einfach mega oft auf, wenn ihr zum Beispiel Übungen macht wie Donkey Kicks oder so, und das nervt halt übertrieben. Deswegen habe ich euch ähnliche verlinkt in der Beschreibung, die nicht aufrollen sollen, weil das nervt wirklich krass. Ein kleiner Tipp von mir, mach nicht denselben Fehler wie ich. Ich werde auf jeden Fall das Programm weitermachen. Ich fand es echt richtig krass und ich muss sagen, es war echt anstrengend, vor allem an Tagen, wo man 40 bis 45 Minuten sein Po trainieren musste. Ich war echt fertig, aber ich dachte mir so, du willst diesen Po, also trainier dafür. Was auch noch mega wichtig ist, ist, dass ihr genügend esst. Also ich habe übertrieben viel gegessen, also viel mehr als sonst. Ich glaube 3 bis 4 Mahlzeiten pro Tag. Wenn ihr also Muskeln aufbauen wollt, dann passt auf, dass ihr viele Kalorien esst, also gesunde Kalorien natürlich, nicht Chips und Pommes und so ein Zeug, das wisst ihr ja, das brauche ich euch ja nicht zu sagen. Auf jeden Fall achtet darauf, dass ihr dann einen Kalorienüberschuss habt, damit eure Muskeln wachsen können. Aber wenn ihr Bauchfett oder allgemein Masse verlieren wollt, dann achtet darauf, dass ihr weniger esst und einen Kaloriendefizit habt. Der Fall bei mir war jetzt, ich wollte zunehmen, das heißt, bei mir trifft das erste zu, also ich musste einen Kalorienüberschuss erreichen und ihr habt ja gesehen, ich habe echt zugenommen, was auch die Waage sagt, aber es ist nicht schlimm, viele denken sich, oh mein Gott, ich habe zugenommen, ist zu schlimm, Muskeln wiegen mehr als Fett, das ist nichts Schlechtes, Hauptsache ihr seht einen Unterschied und ich habe definitiv eingesehen. Die Sache ist, ich habe wirklich sehr viele Workout-Videos von YouTubern, also von Fitness-YouTubern jetzt speziell ausprobiert, aber nichts hat so krass
krass viel gebraucht wie Chloes Workouts. Also vielleicht ist es von Mensch zu Mensch anders, aber für meinen Körper sind Chloes Workouts am effektivsten. Aber ihr müsst für euch selbst herausfinden. Und ja Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und subscribe nicht vergessen, macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Folgt mir gerne auf TikTok, Instagram und ja Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.